Und zwar gegen Spanien und England. Da bin ich aber mittlerweile raus. Weil ich irgendwann verloren habe. Weil ich gegen T4, T5, also gegen die höchsten Chars gekommen bin. Und keine Chance hatte. Und da konnte ich nichts machen. New York, nicht England, Entschuldigung, New York und Frankreich. Ja, da kann ich auch leider nicht mehr angreifen. Spanien anscheinend kommt bald dazu. Wieso kann ich denn New York wieder mitmachen? Das wundert mich jetzt aber. Okay. Sehr merkwürdig. Egal, auf jeden Fall habe ich sehr viel PvP gemacht, ein paar Filzsuppen gekauft. Und zwei Farmrunden habe ich gemacht. Das heißt, ich konnte mein Set weiter aufbauen. Das heißt, der Helm ist jetzt auch auf 3. Das ist die gute Nachricht. Oh, welcome back. Und weil ich nicht weiter gefarmt habe, war das Moped. Das heißt, das Moped haben wir für den nächsten Bosskampf immer noch auf 3, weil ich es nicht auf 4 farmen konnte, weil die zwei Schwarzmetalle nicht gedroppt sind. Schwert und Claw habe ich nicht weitergemacht. Ja, Säbel war ja schon ausgebaut. Das heißt, wir haben jetzt eine 4er Chest. Also könnte ich ja besser hier zeigen. Das heißt, wir haben jetzt einen 3er Kopfteil, eine 4er Buchse und eine 4er Chest. Wo sind die Chests? Da. Also das heißt, das sollte für den nächsten Kampf reichen. Das heißt, ich würde sagen, wir gucken einmal eine Farmrunde, um erstmal wieder ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Spaß zu haben. Und gucken uns dann den 30er Boss an, dass wir den heute eventuell umkloppen und den weiteren Weg öffnen können. Wir werden von daher erst einmal ganz chillig anfangen. Ein bisschen farmen, ein bisschen quatschen, was alles gerade zu kurz gekommen ist. Und dann ein bisschen Progress im 30er Bereich, da den Boss drin umhauen. Bin ja noch neu im Club, dass ich im Chat immer noch die Anzeige bekomme, dass ich subben kann. Ist das richtig oder ein Bug? Was? Dass ich im Chat immer noch die Anzeige bekomme, dass ich subben kann? Wo im Chat? Du meinst, was der Moped oder Moobot ausgibt? Das ist nur so ein genereller Hinweis, Crushed. Ja, ja, klar, das kriegt jeder. Das kriegt jeder. Und Gamer, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Gut, dann würde ich sagen. Wobei, was habe ich denn hier? Ich habe noch einen kleinen Degen. Ich habe noch das, das ist das. Wir könnten rein theoretisch mal einmal ein, zwei PvP-Matches zum Reinkommen machen und dann, was wird denn gegen... Sorry to keep you waiting. Oder ist New York jetzt erst neu aufgegangen? Ich bin nicht sicher. Ich will mal gucken, ob dann auch, ob ich da noch Punkte für kriege. Dann kann ich nämlich ein, zwei Matches direkt gegen New York halt spielen. Und wie lief's bei dir? Ist Karnex noch da? Oder hat er nur den Host rübergeworfen? Ich hab dich auch gerade im Chat gesehen. Wie war bei dir, Let It Die? Wie weit bist du gekommen? Here we go. Warum habe ich nur automatisch als Quali zum Einstellen? Guckst du von Mobil? App oder so? Du solltest halt wählen können zwischen Source, High, Medium, Mobile. Automatisch ist es, glaube ich, immer nur beim allerersten Mal, wenn du nichts eingestellt hast. Und so, genau. Also man kann ein bisschen weniger aggressiv, darf es ruhig sein. Das wird von Mal zu Mal aggressiver bei dir. Gegenwehr ist eine gute Gegenwehr. Nehmen wir mit. Jetzt bin ich gespannt, ob ich noch Punkte kriege. Dann müsste der Krieg gerade erst angefangen haben, weil die anderen Kriege, die beiden, habe ich gespielt und da bin ich irgendwann rausgeflogen. Nein, Akani. So funktioniert es leider nicht. So funktioniert es leider nicht. Nicht wirklich. Habe ich jetzt Punkte bekommen? Da habe ich nicht drauf geachtet. Fuck. Habe ich Punkte bekommen? Hat das jemand gesehen? So viel zum Thema aufmerksam spielen. Das funktioniert bei mir nie. Verdammt. Ich finde das eher angebracht als aggressiv. Nee, das funktioniert aber tatsächlich nicht. Also wie gesagt,
Du kannst die Leute nicht zwingen. Wenn, machen die Leute das halt, weil sie Bock drauf haben. Oder sie lassen's. Ja, du kannst halt niemanden wirklich dazu zwingen. Und je aggressiver du vorgehst, desto abschreckender wirkt's vielleicht auf Neulinge. Und das möchte ich halt auch nicht. Hat jemand gesehen, ob ich jetzt Punkte bekommen habe? Ich habe das nicht gesehen. Ach, fuck, ey. Ich und aufmerksam spielen. Funktioniert super. Da standen Kampfpunkte da. Okay. Gegenwehr. Have a good one. Ja, ja, ist okay. Hör auf, mich zu schießen, Captain Moped, Mann. So, jetzt kann ich mich auch noch was selber drauf achten, aber der Raggi hat ja aufgepasst. Ich hab's nicht gesehen. Da muss der Krieg mal gestartet sein, kann das sein? Vorher war doch England und Frankreich, oder? Und jetzt ist noch New York dazu gekommen und Spanien dann auch. What the fuck? Was? Dann viel Spaß euch beim LOL. Würde auch gern wieder spielen, aber Lappy ist Schrott. LOL? Ey, nicht wirklich. Ja, jetzt habe ich schon wieder... Jetzt seht ihr mal, warum ich bei Dishonored nicht gut spielen kann. Das geht nicht. Ich gucke auf den Chat und habe schon wieder nicht gesehen, ob ich Punkte gekriegt habe. Fuck. Alter Finne, Mann. Das Los des Streamers. Der Chat. Ich habe schon wieder nicht gesehen. Ach Mann, ey. League of Legends. Ja, hier ist LOL-freie Zone. Das heißt, wenn ihr da irgendwas diskutieren wollt, macht das bitte privat irgendwo aus, aber nicht im Chat, weil damit kann ich null anfangen. So, bitte nochmal. Und jetzt möchte ich wissen, ob ich Punkte kriege. Sorry to keep you waiting. So, jetzt bitte nochmal. Ja, ich bin es gewöhnt, einfach immer schnell wegzuklicken. Und warum schreibst du mich mit K und Spike, bist du kaputt? Was ist da falsch, Spike? Ich hatte aber verloren. Wieso kann ich denn da jetzt nochmal mitmachen? Nagi, ich hatte da definitiv schon verloren. Und war raus. Und es war weg. Und jetzt kann ich wieder weitermachen. Nee, heute spiele ich nicht mehr Sankash. Ich habe ich gar nicht mehr auf dem Rechner. Ja, jetzt nicht wegklicken. Aus Gewohnheit klicke ich halt, damit es immer schneller geht. Weil er ja schnell was Neues machen willst. Und, deswegen hämmer ich dann immer den Button. Ja, ich krieg Kampfpunkte. Ich bin schon bei 2,5. Achso, das seht ihr nicht, weil ich davor sitze. Anscheinend. Frag mich nicht, wie das funktioniert, Ragi. Ich bin einmal rausgeflogen, konnte nicht weiterspielen und jetzt geht's anscheinend trotzdem nochmal weiter. Weiß ich nicht, ob man beim Ein- und Ausloggen nochmal eine zweite Chance bekommt oder so. Oder ist es hier unentschieden? Ich muss mal gleich gucken, wie der Kampf aussieht.
Sehr merkwürdig. Man lernt immer was dazu in diesem Spiel. Nee, ich habe bei beiden verloren, Raggi. Ich habe bei beiden verloren. Mit der Zeit steigen anscheinend gefühlt die Ränge. Also die Schwierigkeiten an Gegnern. Und ich hatte bei beiden irgendwann T4 oder Gegner. In Rüstung und Armor und Waffen, die ich noch nicht mal kannte. Und da habe ich überhaupt keinen Schaden gemacht. Und dann bin ich wieder in den Zug gestiegen und weggefahren bei beiden. Und dann konnte ich beides nicht mehr machen. Hundertprozentig sicher. Und jetzt kann ich halt komischerweise bei einem von beiden wieder mitspielen. Und wir gewinnen beide. So wie es aussieht. Das sieht doch wunderbärchen aus. Ja, keine Ahnung. Dann machen wir noch einen, ne? Einen können wir noch. Und die sind jetzt auch wieder deutlich leichter als gerade, weil, da hatte ich halt die T, was weiß ich, das war dann Rang 70 oder so, die hatten halt 125er Chance. Here we go. Ja, aber egal, keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Aber Kalix habe ich jetzt auch noch im Chat nicht gelesen, er scheint AFK zu sein oder auch erstmal was zu essen oder so. Und, ich lese nochmal den Modchat, was Rakon geschrieben hat zum Paket. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, wir dachten, werden wir ja sehen, was damit passiert. Ja, ich guck morgen nochmal rein und mehr kann ich leider nicht sagen. Ja, wer sich fragt, was das hier ist, das ist mehr oder minder so ein bisschen, wir haben einen Krieg und im Krieg kannst du halt gut Geld verdienen, wenn ihr halt das gegnerische Land halt eben angreifst und deswegen machst du halt immer so zwischendurch, da kriegst du dann am nächsten Tag nämlich richtig fetten Batzen Kohle und den kann man immer ganz gut gebrauchen und das habe ich heute Nachmittag schon gemacht und dachte eigentlich, es wäre zu Ende, weil ich verloren hatte, wenn du nämlich einmal verlierst, kannst du nicht mehr weiter teilnehmen, aber anscheinend geht's doch noch, frag mich nicht wie und warum. Scheiße zu gehen. Oh Mann. Nur von daher. Aber ich glaube, das reicht auch. Können wir eben noch eine Waffe kaufen oder so. Eine Farmrunde machen oder direkt den Boss? Das war schon wieder 2:30. Ich glaube, wir gucken direkt mal zum Boss, oder? Machen wir uns Boss ready. Und gucken mal in den 30er-Boss rein. Reptile, komm gut ins Bett, mein Lieber, schlaf gut. Achso, meine, warte mal, meine Klamotten müssen hier, glaube ich, angekommen sein, wa? Hier kann ich auch nochmal eben auslernen. Auslernen da. Bidum. So, dann können wir das eben nicht einmal rausholen. Der Schaden nämlich nichts im Inventar. Da kann ich mich so gut wie alles aus der Post halt erstmal rausholen. Von der Expedition. Und tatsächlich muss ich sagen, Dishonored ist unglaublich anstrengend. Ich fühle mich, als ob ich 27 Stunden gestreamt hätte. Völlig durch. Also wie gesagt, auch das ist ein Grund, warum ich nicht weiß, ob ich das Spiel nochmal unbedingt nächste Woche weiterspielen möchte, ey. Es schlaucht ohne Ende. Deswegen, so lange werden wir, glaube ich, heute auch nicht machen. Ich bin gut durch von dem Spiel. Danke, Dishonored. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. So, bleib da. Können wir den Kram verkaufen? Was? Muss man pennen heute? Was? Gute Nacht, Reptile? Boss-Fan? Muss man pennen heute? Gute Nacht?
Ach so, der Reptile geht. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, okay. Reptile, komm gut ins Bett, mein Lieber. Schlaf gut. Todestasche. Was brauche ich denn? Habe ich genug von? Bräunig. Einen behalte ich. Brauche ich nicht. Oh, die behalte ich. Yannick, sei gegrüßt. Nee, reicht. Genug geraged heute. Genug geraged. Sorry. Weiß ich nicht. Irgendwie, das Spiel und ich sind nicht die dicksten Bros. Das passt nicht so wirklich gut. Gut. Dann haben wir das. Das können wir direkt einlagern. Und dann machen wir uns mal Boss ready, würde ich sagen, wa? Ach, ich habe ja noch so eine Knarre gelootet, die brauche ich nicht mehr. Oh Mann. Na, gab aber auch nochmal gut Geld. Da können wir nochmal für einkaufen gehen. Das ist Wunderbärchen. Das ist supi. Dann können wir uns nämlich eindenken für den Boss. Wir müssen ja auch noch einplanen, danach den Fahrstuhl wieder zu finden in der nächsten Ebene. Also Ebene 31. Und ich habe keine Ahnung, wo der nächste Fahrstuhl ist, wenn wir den Boss denn schaffen. Das heißt, ich muss auch einplanen, dass wir eventuell wieder einen längeren Weg zum nächsten Fahrstuhl haben. Im glücklichsten Fall ist er direkt auf Ebene 31. Im schlechtesten Fall ist er 100 Ebenen entfernt. Wir können mal ganz kurz auf die Map gucken. Come back anytime. Im schlimmsten Fall ist er, also im besten Fall ist er tatsächlich auf 31. Weil das sieht so aus, als ob direkt die Fahrstuhlebene die nächste Ebene ist, die connected. Das wäre super. Also quasi Boss besiegen und dann oben rausfallen und der nächste Fahrstuhl. Dann können wir nämlich 31 noch danach ein bisschen exploren, nachdem wir den Boss halt geschafft haben. Das wäre supi. Aber wir wechseln den Char. Und dann muss ich mir überlegen, mit welchen Decals ich spiele. Ich bin mir da nämlich unschlüssig. Weil ich komplett auf meinem Main-Char nur Decals habe, die meinen Degenschaden buffen. Und keine Decals, die, die den Schaden von dem Moped buffen. Das möchte ich aber nicht, Rexos. Das möchte ich aber nicht. Deswegen bitte da zurückhalten mit Tipps und Backseat und so. Ich überlege, ob ich die Decals von dem rausnehme. Zum Teil. Und auf meinen Main-Char packe, um da das Moped zu buffen. Ich überlege nur, welche Decals ich rausnehmen könnte. Urban ist Milkwaffen, ne? Und Milk ist Moped und Dolch. Und Crit. Mergo, sei gegrüßt. Baltor, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Ich überlege, ob das halt was bringt. Das eine, das Elektro-Decal, was ich habe, ist kein Premium. Die 10% Slash-Schaden sind kein Premium. Dann habe ich noch Bloodsucker, das ist auch kein Premium. Was habe ich denn als Premium-Decal bei dem drauf? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir machen es einfach so. Und hoffen, dass wir nicht sterben. Oh Mann, ey. So, ach Super Hero ist das, was wir drauf haben. Na gut, das können wir irgendwie lassen. So, was haben wir denn jetzt hier? Gucken wir mal. Wir haben 1, 2 Degen, 3 Degen. Eine gute Rüstung, da können wir aber die beste Rüstung noch mitnehmen. Nochmal quasi einen kompletten Satz für den Boss. Das heißt, wir nehmen erstmal die Rüstung mit.
Und zwar ein Kopfteil, eine Vierer-Chest, eine Vierer-Hose. Haben noch 32.000, die wir eh ausgeben müssen. Das heißt, wir müssen auch noch Mopeds mitnehmen. Ich nehme zwei Mopeds mit. Ich nehme noch einen Degen mit. Und dann kommen wir schon fast in Richtung Buffhut. Eventuell noch ein neues Bügeleisen. Ich habe noch gar nichts von dem Spiel gesehen. Mit was ist zu vergleichen? So ein bisschen Diablo meets Dark Souls. Ein Lootgrinder mit Action Combat à la Dark Souls. Und ein Spielmechanics wie bei Diablo, wenn du so willst. Also sprich Bosse, Abfarmen, Items verbessern, als so ein Lootgrinder. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Degen, ein halbes. Also wir könnten noch ein Bügeleisen mitnehmen. Noch ein Stingshroom, nee, zwei Stingshrooms Minimum. Tarnpilz und Zeitpilz herausnehmen. Wir nehmen mit noch ein Stechpilz, definitiv. Wir nehmen mit noch ein Tarnpilz, definitiv. Wir nehmen mit noch ein Slowmo-Pilz, definitiv. Noch ein Stechpilz, natürlich. Wir nehmen mit für jetzt einmal unterwegs zum Snacken, zum Aufessen, nehmen wir dann möchte ich auch noch einen mitnehmen. Habe ich nicht noch irgendwo gebratene Waben? Und da kann ich noch eine Wabe braten, die ziehen wir uns jetzt rein. Dann würde ich gerne nochmal ein Stück Fleisch mitnehmen. Das macht 100%. Falls wir nämlich ganz wenig Leben haben, können wir uns die noch reinziehen. Jetzt muss ich gucken, was ich in der Tasche habe. So, das heißt, wir haben zwei Stingshrooms, zwei Timeshrooms, zwei Invis. Eine riesige Heilung zum Nachbuffen, eine kleine Heilung. Das heißt, wir könnten noch eine kleine Heilung mitnehmen. Weil wir nur eine haben, und zwei Yoga-Pilze. Wutpilz. Wutpilz. Wutpilz will ich auch noch mitnehmen. Das heißt, erstmal essen wir schon mal den Buff, weil den brauchen wir eh einmal jetzt. Dann esse ich das, weil wegen Hunger. Dann ist der Hunger auch weg. Dann brauchen wir noch einen zweiten Buff. Das ist quasi Second Life. Wenn du nämlich einmal stirbst mit dem Buff, stirbst du nicht. Deswegen buffst du den halt immer vorher und nimmst noch einmal mit, dass du nachbuffen kannst im schlimmsten Fall. In Combat quasi. Dann nehmen wir nämlich noch einen mit und davon nehmen wir einen, zwei noch mit. Und einen Wutpilz, habe ich gesagt, den will ich auch noch mitnehmen. Warte mal, wir könnten eventuell... Ich weiß noch, was ich mitnehmen, Freunde. Weil ich den Boss tatsächlich schon gesehen habe. Ich weiß nicht, ob uns das großartig betrifft. Wir nehmen noch den Grill-Schneckenpilz mit. Null Schaden von Flammen, Elektro und Gift. Das heißt, den nehme ich auch nochmal mit. Und jetzt habe ich noch einen Platz frei. Und da packe ich mir den Wutpilz rein. Wutpilz M. Dankeschön, dann sind wir voll. Nein, es ist nicht immer vorbei. Es kostet nur sehr viel Geld, Clarissa. Es kostet nur sehr viel Geld und Arbeit und Mühe. Und das möchte ich weitestgehend vermeiden. Deswegen bereite ich mich auf die Bosse relativ gut vor. Und um eben nicht zu sterben. Hier habe ich schon alle gegrillt. Das kann ich nicht grillen, oder? Nein, das ist schon gegrillt. Jetzt habe ich nur noch ein kleines Problem. Kriegen wir aber hin. Das heißt, ich werde jetzt einen Yoga-Pilz essen, der meine Wutleiste voll macht. Davon habe ich nämlich genug und nehme dann einen Yoga-Pilz noch aus der Bank raus. Dann haben wir nämlich vier Wutleisten und starten komplett in den Kampf. Das, was wir jetzt einmal ganz kurz machen. Ich verkaufe hier nochmal das Bügeleisen und den Degen. Oh, welcome back. Echt Geld.
ein Free-to-Play-Spiel. Ja, na klar. Irgendwie wollen die Free-to-Play-Spiele ja auch Gewinn machen, deswegen gibt es Echtgeldkomponenten. Weil das Spiel ja schon nichts kostet in der Anschaffung, müssen sie ja schon Geld irgendwie reinkriegen. Das heißt, ich verkaufe das und das Bügeleisen. Kaufe mir noch einen Degen und ein Bügeleisen. PlayStation Plus ist umsonst, ja, es ist free to play für PlayStation 4 und PlayStation Plus, genau. Nein, ich wollte kaufen. Noch ein Degen. Und noch ein Bügeleisen. Das Bügeleisen, bitte. Ja, es kostet erstmal nichts. Du kannst halt spielen und wenn du Spaß hast, kannst du halt Geld investieren. Also wie gesagt, come back anytime. Ist ein Kann, ist kein Muss. Wie gesagt, das ist halt eben ein anderes Prinzip. Bei vielen Spielen musst du halt vorher zahlen, weißt nicht, wie sie sind. Und dann ärgerst du dich vielleicht. Und hier kannst du es halt erstmal spielen. Und wenn es dir dann halt gefällt, Geld investieren. Bügeleisen packen wir dahin. Gut, dann wollte ich jetzt den Yoga-Pilz essen und mir einen neuen Yoga-Pilz mitnehmen. Für die Wut. Macht nämlich Heilung und Wut. Deswegen finde ich die Yoga-Pilze ziemlich geil, aber die kannst du halt nicht in Combat benutzen. Das ist der Nachteil davon. So, und die Pilze stacken haben wir gestern gelernt. Das heißt, ich kann mir die halt komplett halt reinziehen, wenn ich merke, dass es knapp wird, hintereinander weg. Das ist halt schon mal gut. Weil sie halt zeitlich gesehen stacken. Dann nehmen wir noch einen Yoga-Pilz mit. Nein, ich wollte herausnehmen. Jetzt brauche ich zwei Yoga-Pilze, weil ich eine eingelagert habe. Ich depp. So, und dann sind wir voll. Dann gucken wir nochmal durch, ob wir alles haben. Also, wir haben zweimal... Ach, jetzt habe ich so schnell gemacht. Also, wir haben noch ein zweites Rette mein Leben. Eine 100% Heilung, zweimal Damage, zweimal Timestop. Normale Heilung, Yoga-Heilung für danach. Zweimal, was war zweimal Invisible? Das ist Timestop. Wutleiste, Giftfeuer und Blitzimmun. Also, das heißt, wir haben eine Menge an Pilzen dabei. Und an Waffen haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Degen, 3 Mopeds und ein komplettes Rüstungsset. So gut, wie ich es gerade habe. Das heißt, das sieht gut aus, Freunde. Wir können und müssen. Und ich habe Angst. Ja, dann fahre ich mal nach oben. Decals kann ich nicht viel ändern. Please state your desired floor. Dreier Moped, ne? Und vierer habe ich nicht. Zwei Stück. Okay. Spike, komm gut ins Bett. Schlaf gut. Going up. Ei, ei, ei. I have Angst. I made sure to take good care of myself. In DS1 konnte man die Skillpunkte nicht zurücksetzen. Nein, Crush, das ging nicht. Da musstest du neuen Char skillen, also spielen. Puh. So, wo war der Boss? Wo ist Onkel Tod? Wo wartet der auf uns? Ich hab gerade tierisches da. Okay. Oh mein Gott, ey. Wie geht die Mufo, Freunde? Ohne Witz, Mann. So, wir ziehen die Rüstung an. Also der Weg zum Boss ist ja relativ kurz. Das ist schon mal das Gute an der Geschichte. Da
Das heißt, wir ziehen die beste Rüstung an, die wir haben. Und wir rüsten ein 3er-Moped aus. So. Und wir gehen hier mal auf... Keine Ahnung, worauf. Bossfight, so sieht's aus. Level 30. Wir sind am höchsten Punkt. Ich war noch nie höher. Wir sind hier oben. Und mit Glück kriegen wir ihn halt kaputt und können weiter progressen. Mit Pech wird's sehr, sehr teuer. Weil wir keine Chance haben, den Boss zu machen. 200.000 Münzen Minimum. Wenn ich überhaupt keine Chance habe, mit Echtgeldmünzen nachhelfen, ist wenig sinnvoll, weil, ja, keine Ahnung, ihn nur umzergen. Mal schauen. Wie gesagt, ich brauche die Münzen für nichts. Ich habe jetzt im Moment noch an Münzen übrig 81, die ich einfach nicht mehr brauche. Ja, mal schauen. Mal schauen. Puh. Adrenalin. Adrenalin pur. Boss Time. In Let It Die, liebe Freunde. Wir sagen dem Tod. Nice! Next up is the third big challenge. Now let's see how well you can use that controller. Du Arsch. Du Arsch. Waiting for you, oh brave warrior. I am Crowley, game master of the third hall. Let us begin, shall we? Your fate but has six paths to take. Which path shall you walk today? Okay. Ha ha! A three. Luck is not in your favor today, warrior. Allow me to show you what I mean. Okay. Try to avoid that. Oh, oh, oh. Okay, wir haben halt da hinten einen Schütze. Der schon mal 100% blockt. Und mir damit die Armor ziemlich kaputt macht. Mann, das nervt. Hör auf damit. Der macht mir halt die Armor kaputt. What the fuck ist das hier? Dankeschön, der ist weg. Stamina kommt wieder. Jetzt können wir uns um den Hater kümmern. Oh, ficken. Oh, fucken. So, der Hater ist weg. So, was ist denn hier eigentlich jetzt los? Okay. Im Moment 40 Wrench. Okay, wir haben halt, so wie es aussieht, nur einen viereckigen Raum. Bugs. Your true battle lies ahead. Soon we will discover just how legendary of a warrior you really are. Okay, ich versuche erstmal wieder Rage und Moped. Ich hoffe, ich habe dafür Zeit. Einmal auf Moped. Und einmal auf Wut. Funktioniert super. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja schon wieder völlig immer. Der kann ja gar nichts. Der ist ja einfacher als ein Dai. Ha ha ha!
Der war einfach ein Jedi. Oh mein Gott. Der ist ja voll weggemoppetet. Alter, der kann ja gar nichts. Ja, wirklich nix. Da war Jindai deutlich schwieriger. Ohne Witz, Mann. Ich habe jetzt gedacht, wir kriegen so einen Kampf wie Jindai, nur schwerer. Bright crimson. Truly the sign of a great warrior. Now I can die in peace. Weil Jindai war knapp. Also, wir haben es geschafft, mit Pilzen, klar. Aber es war kein Selbstläufer. Ich meine, das war jetzt lol. Alter. Ja, jetzt brauche ich nur Platz. Ich habe Pilze. Einen Pilz habe ich gegessen. Erstmal nehme ich hier die Kiste bitte mit. Und hier kriegen wir aus einer Goldkiste Gold. Geil. Dankeschön. Also außer Spesen nichts gewesen. Das heißt, wir können die Rüstung wieder umziehen. Wo jetzt ja schon Kratzer drin sind. Ziehen uns den normalen Kopf. Ach ne, ich komme ja aufs Foto, ne? Na komm, dann machen wir das Foto mit der besten Rüstung. Ich ziehe mich gleich im nächsten Level um. Alter Finne, danke für die GGs. Ja, besser unterschätzt, besser überschätzt als unterschätzt, das stimmt. Aber dass der so leicht ist, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, den haben wir ja komplett aus dem Leben gebürstet. Holy moly. Das ist so gut. Okay, okay. You made it this far. It won't be much longer now. Also Moped OP. Also der wird auch irgendwas droppen. Müsste ich meine Wiki gucken, was der droppen kann. Den kann man wiederum easy abfarmen. Ich meine, er ist ein Two-Hit. Ja, holy moly, ey. Na gut, gehen wir mal nach oben gucken. Krasser Scheiß, ey. Ich freue mir gerade einen Schnitzel, dass das so einfach war, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, ich habe echt, also, Cone war 4 Hits. Jindai hat deutlich länger gebraucht auf 26, weil das Moped nicht funktioniert hat. Und ich hätte jetzt gedacht, das ist halt nochmal eine Steigerung zu Cone und Jindai. Aber der ist ja einfacher als, Goto. Goto auf 23 braucht ja sogar fast 3 Hits. Also das ist sehr, sehr... Alter, was ist das denn für ein Weg schon wieder? Aber erstmal ein Fahrstuhl. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich nochmal die Taschen leer machen. Ich hab nicht mal hingeguckt, so schnell war der weg. Alter Finne, ey. Jetzt bin ich gespannt. Neues Gebiet war ich noch nie. Obara. Senpai, you've come a long way. If you fell from here, you'd be a certain death. Okay. U10 zur Mazabab. Du hast Post. So schnell konnte ich das gar nicht lesen. Was stand da noch? Ein Jäger, irgendwas freigeschaltet. U10 zur Mazabab hinzugefügt. Keine Ahnung. Ich ziehe mich mal um. Nehme die Rüstung. Nehme die Hosen. Nehme die Chest. Und nehme das Moped. So, neuer Content, Freunde. Ich habe gerade Puls. Doch nicht mehr Dishonored. Wir haben mal gespielt, Mods, den ganzen Abend. Bis vor einer halben Stunde. Du bist ja nur etwas zu spät, wenn du Dishonored sehen wolltest. Nee, haben wir gespielt. 4 Stunden fast. Und jetzt haben wir nochmal wieder auf... Let It Die geswitcht, was gerade noch geiler wird. Alter Finne. Was ein geiles Game. Ich weiß gar nicht, ob die Spielzeit mittlerweile aktualisiert wurde. Das Mädchen vom Pilzclub hat mich gebeten, dir zu sagen, dass sie eine neue Produktauflage haben. Ah, jetzt gibt es anscheinend die Goldpilze.
Nee, vor einer Minute, genau. Dann gibt's noch, ab jetzt die Goldpilze, geil. Jetzt brauchen wir nur Goldpilze irgendwo her. Spielerprotokoll. Ja, 147, das zählt immer noch nicht wirklich weiter. Keine Ahnung. Was habe ich hier gemacht? Pilzsammlung, nichts Neues. Erzählung von Bar. Auch nichts wirklich Neues. Na, egal. Nee, wollte ich nicht sehen. Ich dachte nur, vielleicht hast du schon wieder in die Ecke geworfen. Ja, so halb Mods. So halb. Also wenn es mir gefallen hätte, hätten wir sicherlich auch länger gespielt. Aber das Spiel und ich gerade im Stream, das ist wie, weiß ich nicht. Passt nicht wirklich so gut. Okay. Und wir haben jetzt zwei Wege. Der nach unten ist zu. Das ist der, wo wir hergekommen sind, ne? Sind wir jetzt hierher gekommen? Ich will jetzt hier auch nicht irgendwo hin, wo ich nicht hinkommen soll. Muss. No, das muss ja der Weg sein. Ach, hier komme ich dann runter. Ich hab Angst. Einfach gar nichts. Ich vermute mal, jetzt werden wir auch bestimmt neue Materialien und so bekommen. Und hoffentlich neue Blueprints. Drückt die Freunde. Daumen. Drückt die Freunde. Liebe Daumen. Auf Blueprints. Waffen-Blueprints. Ich will Waffen. Und Rüstung. Und überhaupt alles. Janik, komm gut in den Lurk-Modus. Schlaf gut. Also es ist relativ unübersichtlich hier, finde ich. Aber geil. Oh, da ist der Fahrstuhl. Das ist geil, Freunde. Das ist geil. Und dann können wir weiter exploren. Jetzt weiß ich nur, was ich gerade vergessen habe. Aber das können wir jetzt gleich beheben. Und Dutz am Dutzgerät. Dutz. Progress confirmed. Please state your desired going down. Wunderbärchen. Mir fällt gerade ein Stein vom Herzen, ey. Ohne Witz, Mann. Boss gepackt, neuer Progress. Wir machen noch einen Moment. Ich will gucken, wie es da weitergeht. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Schwer da nicht zu sagen, ja, aber so ist es halt. Ich will es ja selbst erleben, Rezox. Ja, sonst hätte ich ja wirklich komplett schon Tutorials und hast du nicht gesehen gucken können. Das Einzige, was ich nachträglich immer gucke, ist, wo ich irgendwas farmen kann. Aber da muss ich noch nichts zu sagen, weil ich jetzt noch nicht mal weiß, was ich farmen muss aus dem Gebiet. Ich weiß, ich brauche irgendwann Rotmetall, aber keine Ahnung wo. Das bitte noch nicht sagen, das werden wir noch rausfinden. Und das werde ich dann irgendwann dann spätestens auch in der Wiki gucken, wenn ich es nicht finde. Aber dann können wir erstmal die Taschen wieder ausleeren. Dann brauchen wir nicht so viel mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die da oben machen. Deswegen weiß ich noch nicht, mit welcher Rüstung ich spielen soll, aber das können wir ja gucken. Schade. Was? Die sitzt immer noch an derselben Stelle. Ja, kann sein, dass wir noch höher kommen müssen, Raggi. Ich vermute mal, wenn wir eventuell die nächsten Fighter triggern. So, lagern wir erstmal ein bisschen ein, dass wir ein bisschen mehr Platz dann haben. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Slow-Pilz. Einen Damage-Pilz brauchen wir erstmal gar nicht. Einen Tarnpilz brauchen wir nur einen. Buff-Mein-Leben-Pilz brauchen wir nicht als Reserve. Ein großes Fleisch nehmen wir mit. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Mopeds brauche ich auch nicht. Die beste Rüstung brauche ich nicht. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Tarnpilz und einen Zeitpilz. Zwei Essen. Eine Menge Degen. Was ich jetzt nochmal mitnehme, das hatte ich gerade vergessen. Ich nehme mal einmal hier dieses Treptamin-Dingsbums mit, falls wir wirklich nicht zurückkommen. Irgendwann, beim Erkunden. Kann ich das nämlich nochmal mitnehmen. Da habe ich ja auch so ein paar von. Hier dieses Zeug. Bringt euch dich zurück in den Warteraum. Nehmen wir mal eins mit, habe ich noch nie benutzt, keine Ahnung. Dann kaufen wir uns jetzt noch eine normale Rüstung.
Beziehungsweise wir können einmal die Vierer-Chest mitnehmen. Die Dreier-Chest meine ich. Wir kaufen uns nur noch eine Buchse und einen Helm. Und dann sollten wir good to go sein. Dann können wir oben mal gucken gehen. Dann können wir nämlich auch was mitnehmen. Das sieht gut aus. Dann kaufen wir uns dazu passend nämlich nur noch mal ein Helmchen und einen Rock. Die Billig-Variante. Welcome. Helmchen. Thanks. Und ein Rock. Keine Ahnung, ob ich damit überlebe. Das werden wir jetzt mal ein bisschen testen. Ansonsten ist das Billig-Gear für oben sowieso dann gestorben. Aber mal schauen. Ich weiß nicht, wie hoch der Schaden ist. Wahrscheinlich werde ich instant klappen. Und dann nehmen wir noch einen Degen mit. Einfach, weil wir den im Moment, glaube ich, eh gebrauchen können. Thanks. Wie lange machst du? Das weiß ich nicht. Wir haben mal eben in das Gebiet reinschauen. Pablode. Come back anytime. So, das heißt, wir haben eine Menge Degen. Wir haben... Ja, wir wechseln dann zurück auf das Scheiß-Gear. Das ist auch eigentlich ein Scheiß-Plan. Naja, besser als nix, ne? Naja, egal. Wir können uns zweimal heilen, zweimal außerhalb vom Kampf heilen. Wir haben einen Flammenwerfer dabei. Wir haben auf jeden Fall genug Zeug dabei. Das sieht alles gut aus. Oh shit, Momente können wir überleben. Den Rest können wir sammeln an Rohstoffen und Blueprints hoffentlich. Von daher gehen wir oben mal gucken. Der Rest sieht gut aus. Ja, der Rest sieht gut aus. Gehen wir da auf den Oh-Shit-Moment. Und fahren einmal oben gucken. Markus, die Claw auf hier sehr gut. Wollte ich nachfarmen, sobald ich einen höheren Char habe. Weil es im Moment nicht meine Brot- und Butterwaffe, der Kleine. Und ich nicht weiter farmen wollte. Ich wollte jetzt ein bisschen weiter Progress machen. Schmacks, sei gegrüßt, schönen guten Abend. Ja, das Game ist verrückt. Also, ich spiele es seit, weiß ich nicht, 200, 250 Stunden. Leider funktioniert der Timer nicht mehr. Der hat bei 150 Stunden gerippt. Und das war letzte Woche irgendwann. Er hat sehr verrückte Klamotte irgendwie. Aber sehr geil. Macht echt Spaß. Weil du halt diesen Adrenalinkick halt immer hast. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die keine T5-Chars hier schon senden können. Das wäre nämlich richtig finster. Weil die würde ich, glaube ich, gar nicht tot kriegen. Aber naja, schauen wir mal. Ich höre schon irgendwas Bottriges. Und hier ist der nächste Weg schon zu Azaba. Und das wäre blau in den Himmel. Können wir nicht erstmal mit grün anfangen? Ich glaube, wir gehen erstmal nach grün. Ich will nicht direkt blau. Ah, da ist so ein Botter-Ding. Okay. Das geht. Das läuft, das läuft. Ach du Scheiße. So, zwei Moped-Männer. Der eine hat einen Degen. Mhm. Ah, macht das schon mal gegenseitig. Da bin ich schon mal Fan von. Aua. 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 Ficken Aua. Ah, man merkt den Unterschied, Freunde. Immer noch. Der lebt immer noch. Erste Mob-Truppe und die Heil-Items sind schon weg. Und gleich die Rüstung. Ich sehe es kommen, ey. Eieiei. Und ein Lava-Pilz. Lava-Explosion. 400 Angriff. Okay, der ist neu. Den kenne ich nicht. Ich loot ihn mal. Dann habe ich ihn nämlich einmal gelootet und wir können ihn einmal werfen. Erstmal muss ich mich nur voll machen. Ja, also ich glaube, bevor wir überhaupt weitergehen, gehe ich nochmal nach unten, gleich, nachher. Mit der schlechteren Rüstung brauche ich hier nicht ankommen. Da wäre ich, glaube ich, schon jetzt gerippt gerade. Das heißt, hier oben muss ich die bessere Armor tragen. Das heißt, ich muss einen Vorrat an Armor aufbauen.
Und die kleinere kann ich in die Tonne treten für hier oben. Das wird auf keinen Fall gut enden. Dann brauche ich erstmal einen Yoga-Pilz. Irgendwie schreckt mich das dauerhafte Char-Leveln ab, das Game weiterzuzocken. Wieso das dauerhafte? Ich habe seit über 2 Wochen, glaube ich, jetzt kein Char mehr gelevelt, McFlo. Gut, am Anfang geht's relativ schnell, aber da levelt's ja auch super schnell. Das heißt, ein Char-Leveln ist hier in 2-3 Stunden erledigt. Ist ja nicht wie in WoW, dass du dafür Monate brauchst. Ja, das zieht schon an vom Schwierigkeitsgrad. Ja, wir erkunden mal die Ebene. Und gehen dann nochmal zurück. Und ich weiß nicht, ob ich dann heute weiterspiele oder ein bisschen erstmal Geld farme und Rüstung kaufe. Oh. Naja gut, das war ja, glaube ich, vielleicht anders gedacht. Kommst du runter? Ja, der hat krassen Damage gemacht und ich habe im Moment eine gute Rüstung an noch. Die blauen oder die lilane ist die gute, die rote ist eher die nicht so gute. Und das macht mir schon ein wenig Angst. Nein! Oh, ficken! Holy moly! Das wird ja richtig gemein, das Spiel. Geile Scheiße. Hätte ich gesehen, den Mobsknecht. Oh, eine Stempelmaschine. Das ist schon mal nice. Komm gut ins Bett. Ist das jetzt der Weg? Nee, das ist ein anderer Weg. Aber die Frage ist, wenn ich da runterspringe, wie komme ich wieder zurück? War das jetzt gut? Bin mir da jetzt noch nicht so sicher, ob das gut war. Da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Botter. Ja, wobei so einfach mal eben besorgen ist halt nicht so einfach gesagt wie getan. Das klingt jetzt so super easy, als wenn es ein Selbstläufer ist. Aber im Endeffekt, die Schnecken sind schon rar. Da kannst du fast auch eher dann die Skillpilze nachher futtern. Die Bronze und Silbernen, weil du die nicht mehr brauchst. Und die sind irgendwie einfacher zu bekommen. Na gut, dann müssen wir das Moped mal machen, wa? Alter, was die aushalten. Und der ist halt nackt. Unfucking fasslich. Der hält gut aus. Und hier haben wir nochmal eine Assel. Also kein neues Getier. Oh, eine Kiste. Blueprint! Die Pilze sind Hammer. Also ab Ebene 31, das wird jetzt mein neues Farmziel, falls ich da eine Erkundung machen kann. Raginator, noch mehr OP-Pilze. Neben Unsichtbarkeit und Slow-Mo gibt es jetzt komplette Unbesiegbarkeitspilze. 30 Sekunden. Alter Finne, ey. Das sind dieselben Kellerasseln, ne? Ich hab irgendwas gepult.
Sieht mich. Naja, wenn du mit 9 eine Expedition machst und mit dem anderen das machst, was du möchtest. Ja, aber trotzdem muss die Ebene ja auch verfügbar sein, Ebene 23. Du kannst ja nur Ebene 23 auswählen, wenn sie verfügbar ist, also auch Spieler da sind. Das klappt ja auch nicht immer. Es sei denn, ich habe noch nicht gecheckt, wie man unabhängig von Spielern Chars auf eine Ebene schicken kann. Ich kann ihn nur dahin schicken, wenn ein Spieler da ist, den ich auswählen kann. Ist da keiner, kann ich keinen hinschicken. Und 23 ist halt nicht so oft da. Von daher, das sind halt die Ebenen 21, 22, die oft sehr oft da sind mit echten Jima. Aber tatsächlich, wenn der Raum nicht da ist, kann ich da halt nichts machen. Oh, ja, jetzt weiß ich, das ist schon tippt. Das ist die weitere Form von meinem Kopf, by the way. Die dann die dritte Form hat. So sieht dann mein Kopf aus, wenn ich ihn dann irgendwann nochmal aufwerten kann mit dem Rotmetall. Alter, jetzt weißt du, was hier abgeht in dem Level. Geiler Scheiß. Da liegen die ersten Materialien. Was haben wir denn hier? Walnussholz. Nehme ich mit. Hier. Sei gegrüßt, schönen guten Abend. Wollte unten nochmal gucken. Hirnpilz. Da haben wir noch eine Kiste. Einmal verlassen, neu reingehen, solange bis du da, was? Solange bis die da sind. Ja! Aber das hängt ja davon ab, wie ob Spieler da sind. Er hat, ist da keiner? Geht's unter Umständen nicht? Erdöl. Auch neu. Lavapilz. Stingshrooms. Also hier gibt's auf jeden Fall nochmal. Nee, das ist doch ein Stingshroom. Also hier kannst du nochmal nachfarmen quasi. Also die Ebene ist schon mal fürs Farmen extrem gut, glaube ich. Also wie heißt die? Obara. Wie heißt denn die Ebene auf 23? Weil auf 23 hast du halt meistens echt Tsunjima. Und da ist halt nichts. Dann müsste es quasi Honkawa sein. Weil anderes gibt es ja im Moment auf der Ebene auch gar nicht. Wenn du sagst 23. Ich habe ein bisschen Angst vor den Hatern. Entschuldigung, nicht Hatern. Vor denen habe ich auch Angst. Ich meine Schakale. Ich kenne halt das Gebiet nicht, wie groß das ist. Deswegen weiß ich nicht, wann wir den letzten Mob gepult haben. Und wann ich wieder zurück müsste. Weil ich würde erstmal nochmal einmal zurückgehen. Und mich dann nochmal ein bisschen anders vorbereiten für morgen. Das heißt, so lange werden wir heute nicht mehr machen und progressen. Sondern erstmal werde ich dann hier ein bisschen noch Rüstung für zurücklegen. Dass ich zumindest immer ein paar Ersatzrüstungen habe. Ah, hier wäre der Weg. Nee, wäre er nicht. Der wäre zurück nach Hashika Dingsbums. Okay. Ripstream? Ja, er hatte Frame Drops. Müsste gleich wiederkommen. Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Läuft Just Reset. Nee, ich hatte Frame Drops. Ich hatte einen Disconnect. Also ich hatte 600 Frame Drops, Frames vorhin gedroppt und jetzt bin ich bei 1,2. Also das heißt, ich hatte wahrscheinlich einen Disconnect. Sei es jetzt Twitch-Server oder mein Internet heute. Sorry dafür. Also wird wahrscheinlich auch ein weiterer Teil dann in der VOD halt sein. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Könnt ihr einmal nochmal F5 schreiben. Hat ja der Mietzimmer schon gesagt. Ich weiß nicht, ob noch ein Mod da ist. Ansonsten, schreibt's nochmal rein. Das wäre nett. Ja, so lange machen wir nicht mehr, habe ich gerade gesagt. Weil ich möchte mich mit der Rüstung erst nochmal vorbereiten auf das Gebiet. Und dann eine Rüstung definitiv noch im Gepäck haben. Jetzt hoffe ich, wie gesagt, nicht, dass mich gleich die Hater hier instant weghatifizieren. Ah, da war ich.
geht wieder. Perfekt. Gar nicht mehr. Nee, das ist kein Comic. Ja, wir haben jetzt gerade den Weg hier gefunden zu der nächsten Frage. Und die Frage war immer noch an Rexox, wie das Gebiet heißt. Ich weiß nicht, ob das noch ankam. Weil meistens ist 23 echt Tsushima und echt Tsushima ist halt nichts. Das ist halt, wenn Honko Dingsda-Bumster. Honko war und da ist nie einer. Das klingt schon nach heiter. Jetzt habe ich Angst, Freunde. Ach du Scheiße, was geht denn hier? Hier ist Krieg. Hier ist Krieg. Nein! Das ist gut. Das ist gut. Das finde ich gut. Gute Idee. Ah, schlechte Idee. Mein Degen ist gleich Riff. Alter, ich habe eine Ballmaschine an mir. Mach auf. Seid ihr irre? Ah, der Degen ist Riff. Zwei Degen. Ja, die Schwierigkeit sieht hier extrem an. Ich weiß nicht, ob ich Honkawa meine. Das war die Frage, wie der Floor 23 heißt. Das war ja die konkrete Frage. Weil meistens siehst du nur echt Tsushima und da sind keine Goldpilze. Und der einzige 23er, der halt da ist, ist dann eben Honkawa. Ob das derjenige halt ist, der gemeint wurde. Ticket. That was the question. Fabian, sei gegrüßt. Okay, hier ist nichts. Also eine Kiste. Und ein Blueprint. Und hier wäre der Weg nach Grün, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Das machen wir morgen oder nächste Mal. Da möchte ich erstmal noch ein bisschen Geld farmen für Rüstung und so, weil mit der kleinen Rüstung brauche ich hier nicht mehr ankommen. Ihr seht ja den Schaden, den ich auf die Omme kriege. Das heißt, die kleine Rüstung ist damit für mich RIP. Das wird jetzt noch farmintensiver für mich, um erstmal die Rüstung vorzubunkern. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier schnell rauskommen. Und Mods, komm gut ins Bett. Schlaf gut. Der hat lange machen wir auch nicht mehr. Ich muss jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das könnte jetzt ein Problem werden. Hier war die Stempelmaschine. Ich muss da hin. Au. Wo muss ich denn hin? Ich sehe schon kommen. Ich werde hier sterben, weil ich den Weg nicht kenne. Nee, so ist aber richtig. Alter, ganz schön verzwackt und vertrackt das Gebiet. Geil, aber irgendwie geil. Thank you for coming. Was ist da? Da war der Ausgang, ne? Ah, Kopfteil ist gleich RIP. Ja, da sind wir hergekommen. Ah, wann gehst du denn schlafen? So 8, 9 Uhr meistens. Tatsächlich. Aber das ist immer geil, ne? Erst sind die versteckten Tipps, die mehr oder minder nicht gewünscht sind. Dann fragst du konkret und dann kommt nichts mehr. Jedes Mal. GG an Rexox. Ey, sehr geil. Ja, hast aber heute nicht viel verpasst, Fabian. Also, wie gesagt, Dishonored war wieder super salty am Anfang. Zwischendurch ging es dann mal ein bisschen und am Ende war es wieder salty.
Dann haben wir heute um 2 Uhr auf Let It Die gewechselt. Wir hatten morgen, werden wir ganz entspannt einfach nur ein bisschen Let It Die spielen. Ja, ich hoffe, dass es eine Blueprint ist, das wäre toll. Aber ich hoffe, dass ich dann auch die Materialien, ich muss ja dann die Materialien wahrscheinlich erstmal besorgen. Was haben wir jetzt gefunden? Altöl, Rosenholz und, was noch? 3 neue Materialien waren dabei. Oh, bitte, bitte, bitte. Was hatten wir jetzt? Genau, Rohöl, Erdöl, Walnussholz und... Hatten wir nur 2 Materialien? Anscheinend. Dann gucken wir mal. Yes! Der Schweinefleischhacker. Ich habe Angst zu gucken, was ich dafür brauche. Ich habe Angst zu gucken, ey. Rosenholz? Eisenbolzen? Kugelmetall? Zwei Rosenholz und das Ding ist meins. Ich hab den Rest alles. Ja. Der Pornoschaden. Boah. Morgen wird gehackt. Gehacktes. Morgen im Stream. Boah. Das heißt, ich werde jetzt gleich nochmal schöne Runde Rosenholz farmen. Und morgen wird gehacktes im Stream gemacht. Boah. Holy moly. Dann kann ich das Moped auch skillen gehen. Das ist ja eine geile Klamotte. Weil... ich kann ja euch den einmal in Aktion zeigen, Freunde. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Lagern. Pass auf, wir machen mal ein bisschen Platz. Was habe ich denn jetzt nicht ausequipped? Ich brauche... Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Ich pack mal alles ganz kurz weg. Was ich nicht brauche. Den behalte ich mal, weil wegen der Kopf ist vielleicht irgendwann mal durch. 2 Degen habe ich equipped, der kann weg. Ich mache mal ganz kurz noch ein bisschen Platz, Freunde, nicht wundern. Das heißt, wir haben Bügeleisen, ein klein bisschen Heilung, ein bisschen davon. Denn jetzt, wo ich das Ding bauen kann, können wir den mal ganz fix leveln. Wer bringt die Brötchen? Genau. Morgen ist absolute Hackmat-Party angesagt. Sehr geil. Sehr geil. Und jetzt nehme ich einfach alle mit. Die kann ich nämlich entlagern, weil die sind alle kaputt. Damit können wir mal ganz kurz nämlich auf die erste Ebene gehen, Freunde. Und die einmal durchwichsen. Das heißt, was wir jetzt machen, ich rüste einmal... den Degen auf die andere Hand aus. Und rüste hier 3 Hackmetter aus. Das sind nämlich diese Mopedze. Und damit gehen wir auf die ersten Ebenen und hauen mal einfach die Mopedze um. Die ja damit One-Hit sein müssten. Ach, ich bin gar nicht voll, sehe ich gerade. Ich hätte nochmal nach unten gehen können und mich voll machen können. Naja, ist egal. Außer da kommt ein Hater. Dann können wir nämlich die Waffe eben noch leveln, die eben mal durchwurzeln. Ah. Brock Painhammer. Wer ist Brock Painhammer? Ich habe keine Ahnung. Geh doch auf eine Farmebene, da sieht man das besser. Ja, aber hier sind die Mobs One-Hits. Und eine Farmebene ist halt immer die Frage, ob sie da ist. Und hier sind die Mobs auch One-Hits. Die ist ja leider nicht immer da. Rip, der Stream stirbt. Schon wieder.
Ja, ich habe schon wieder Frame Drops. Alles wieder gut. Ja, liegt an mir, Freunde. Oder besser halt am Server. Dit ist wahr. Lag wieder an mir. Oder besser halt an Twitch. Eins von beiden. Die hat wieder Frame Drops. Ob es am Server liegt oder an meinem Internet, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich geh mal nochmal ein Katzmetall. Aua, hab ich nicht. Alter Finne. Ja, das werde ich jetzt halt erstmal ein bisschen machen, bis ich das Moped hochgezockt habe. Weil, wie gesagt, ein Hit, ein Level. Also, was heißt ein Level? Das sind aber 25 Punkte und damit steigst du halt relativ schnell im Meisterlevel halt auf. Da muss ich halt eben jetzt mal ein paar Mal hier Ikigara rumrennen und die Mobs hauen. Da haben wir sogar einen 74er Hater. Und einmal Ikigara sind halt so 8000 mit den ganzen Kisten. Und da war der Hater schon weg, ey. Booms. Holy moly, ey. Sehr geil, sehr geil. Crush, komm gut ins Bett. Ja, wir machen jetzt auch gleich Schluss, weil der Stream ja auch tatsächlich anscheinend heute nicht will, oder der Server. Ja, heute war Amsterdam am Start. Aber ja, da werde ich dann noch ein bisschen nachher weitermachen und für morgen vorbereiten, die zwei Rosenholz rankarren. Die muss ich eh noch rankarren für mein Kopfteil. Rosenholz farm ich am besten in, wer es wissen möchte, in Agasu. Von Kane nach Agasu. In Agasu gibt es 4 bis 5 Rosenholz. Das kann man halt relativ easy da farmen. Wo war ich denn jetzt eigentlich noch nicht da oben? Hast du keine FP? Ja, könnte ich benutzen, hast du recht, Hagi. Weil es mittlerweile ja fast die letzten Waffen sind. Könnte ich drauf machen, ja. Hast du recht. Aber du siehst ja, es geht trotzdem so auch relativ schnell. Es wird dann halt nochmal 40% schneller gehen. Das ist vielleicht eine Waffe weniger, die du im Endeffekt brauchst. Ich meine, du scheißt ja hier von Level zu Level einfach Bums auf und gut ist. Siehst ja, wie schnell das gerät. Lediglich die Faust zu leveln war halt super lange. Und von daher, bis jetzt habe ich die Decals gespart, weil ich immer dachte, das wird später immer länger dauern. Aber nee, tut es nicht wirklich. Von daher, machen wir auch für heute Schluss. Ich werde jetzt die Runde noch ein paar Mal so machen. Die Rosenholz farmen, also nichts Besonderes. Morgen Abend sehen wir dann uns im Progress weiter, weil das Internet ja heute eh RIP für die Tonne ist. Deswegen, heute machen wir auch keinen Host. Ich werde einfach Wubbelmusik anmachen gleich, wenn ich das hinkriege. Kriegen wir hin. Das freut mich. Dann können wir das Moped zusammenbauen. Sehr geil. Und dann muss ich noch ein Schwarzmetall irgendwann farmen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Hat sich doch heute auf jeden Fall doch noch irgendwie gelohnt. Freut mich wie Schnitzel. This scarf also has meaning. So, ich mache mich groß. Und dann sage ich